eingeschaltet habt, freut mich natürlich. Heute möchte ich euch den Quiet Nights vorstellen von GLPs. Da ist eine Szenerie abgebildet von Old London. Wenn man ganz genau schaut, sieht man sogar Leute hier abgebildet, Menschen abgebildet. Welches Gebäude es sich handelt, bin ich jetzt überfragt. Vielleicht wisst ihr das ja. Könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich freuen. Ich habe es versucht zu recherchieren, leider nichts gefunden. Ja, der Günter Reinhengst Darreichungsschale geht es um folgenden Tabak, und zwar der ist angeblich ein Flake. Ja, ich würde sagen, es ist ein grob geschnittener, leicht zerrupfter Flake. Es sind Tabake beinhaltet Red Virginia, Orient, Latakia und eine Prise Perique. Wenn man den Tabak reinriecht, rieche ich als erstes so eine dunkel, muffige, erdige Nase, leicht rauchig vom Latakia, ein bisschen, das Muffige überwiegt ein bisschen, wohl vom Perique und ein klein wenig kräutrig, würde ich sagen. Leicht süß, rauchig, muffig, erdig. Ja. Und eine dunkle, brotige Note hat er noch. Mir läuft schon wieder das Wasser im Mund zusammen. Also ein bisschen. Leicht säuerlich der Tee, Orangentabak hätte ich schon gesagt, Orangengeschmack, aber schöne, angenehme, ich mag das ganz gern riechen, dieses muffig-erdige, klingt ein bisschen komisch, ist aber so. Ja. Dann würde ich sagen, stopfen wir mal das Pfeifferl und schauen wir, wie er schmeckt. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me, we meant to be, in the great outdoors, forever free. Wie ich es von anderen Latakia-Tabaken kenne. Er ist würzig, sogar sehr würzig. Muss man ein bisschen was nachtrinken.
Jetzt kommt der Orient ein bisschen. Kräutrig, ätherisch, würde ich sagen. So mag ich den Orient. Sehr, sehr lecker. Schmeckt mir ganz gut, der Tabak. Leicht rauchig, würzig. Eine ganz leichte Süße kommt ein bisschen durch. Ja, ein weiches, cremiges Mundgefühl. Durch die Nase ist er ganz klar kräutrig. Wunderbar. Ja, kräutrig, holzig. Der Pirik ist, der kommt pfeffrig rüber, wie so oft. Leichtes Prickeln auf der Zunge, aber nicht stark. Durch die Nase stärker. Ja, da pfeift ein bisschen. Leicht, ja. Und leichte florale Noten hat er, glaube ich, ja. So kräutrige florale Noten hat er. Kein Gras, kein gemähtes Gras, getrocknetes Gras, nein, das nicht. Aber schön kräutrig, würzig, leicht floral. Fruchtig, jein, ja, das kriege ich nicht mit. Kommt immer wieder eine Süße mit, das ist ganz angenehm. Also bei den, es ist, also für mich ist das ein ganz komplexer Tabak. Den kann man auf keinen Fall nebenher rauchen. Klar kann man schon, aber kriegt man halt nicht alles mit von dem Tabak. Ich würde sagen, rauche ich das Pfeifen noch weiter und dann berichte ich euch, wie es sich entwickelt bis zum Schluss hin. Rauchen tue ich diese Pfeife, den Tabak, in einer filterlosen Savinelli Punto Oro 315 KS. Ein schöner flacher Holm, ein schönes flaches Mundstück. Raucht sich wunderbar, liegt sehr schön im Mund.
Auch die Maserung, ich weiß nicht, wie man das Shape nennt, hat eine leichte Dublin-Form. Leicht nach vorne geneigt, minimal, sehr schön verarbeitet. Also ich weiß jetzt nicht, wie alt die ist, aber ja, ich finde, die ist schon sehr, sehr gut verarbeitet. Und die Maserung ist herrlich. Gefällt mir ganz gut. Daniel, danke dir, dass du mir die vererbt hast, um eben amerikanische Tabake filterlos, auch englische Tabake, auch naturnahe Tabake, die in Deutschland produziert werden oder die man in Deutschland käuflich erwerben kann, filterlos zu rauchen. Ihr habt den Quiet Nights auch in einem 9mm Aktivkohlefilter geraucht, mit 9mm Aktivkohlefilter. Und ich muss sagen, der Aktivkohlefilter nimmt mir einfach zu viel Spitzen vom Tabak weg. Was ich am Anfang gut fand, mittlerweile bin ich eigentlich der Meinung, dass man solche Tabake filterlos rauchen kann. Es gibt auch die Möglichkeit für 9mm Filterraucher, ich habe ja die meisten Pfeifen, die ich besitze, sind 9mm Filter. Da gibt es ja diese Balsa-Holzfilter 9mm, die gibt es auch in 6mm. Die nehmen die Feuchtigkeit weg, das Kondensat ein bisschen weg, aber der Geschmack bleibt voll da. Aktivkohlefilter kappt die Spitzen und macht diesen Tabak auch, also diesen Quiet Nights, den ich jetzt hier ohne Filter rauche, macht den komplett flach. Komplett flach. Wenn man da den Unterschied nicht kennt, meint man, naja, passt schon. So besonders ist der jetzt irgendwie nicht, ne, der Tabak. Aber dadurch, dass ich den jetzt auch ohne Filter ein paar Mal geraucht habe und ich kenne den Unterschied, ein Unterschied wie Tag und Nacht. Einfach genial. Um auf den Tabak nochmal zurückzukommen. Der Tabak hält, also er ist weich im Mundgefühl von Anfang an. Durch die Nase pfeffrig, ätherisch, kräuterig. Der Orient kommt schön ätherisch, kräuterig rüber. Er ist würzig. Ist aber ein bisschen ein Tabak mit Ecken und Kanten für mich. Der Perique setzt sich immer wieder durch, kommt pfeffrig im Mund, prickelnd auf der Zunge, pfeffrig durch die Nase beim Ausatmen. Und was ganz schön ist, ist dieses kräutrige, florale, süß, leicht fruchtige. Wo dieses Fruchtige herkommt, kann ich nicht sagen. Einfach herrlich, der Tabak. Einfach herrlich. Wie gesagt, die Geschmacksnuancen, die immer wieder mal auftauchen, sehr komplex, ist für mich kein Tabak, den ich mehrmals am Tag rauche. Hat mich aber wieder an den Latakia herangeführt. Ich habe jetzt ja monatelang im Sommer kein Latakia geraucht und der Latakia bei dem Tabak ist leicht rauchig, aber nicht volles Lagerfeuer wie bei manchen anderen Latakia-Tabaken. Er ist herzhaft leicht rauchig, schön süß und ja, ich habe jetzt eigentlich alles gesagt. Geschmacklich, also von der geschmackliche Stärke muss ich sagen, von eine 3, von 5, also wie gesagt, ist jetzt kein Schlag ins Gesicht, was den Latakia angeht oder sonstiges. Es ist kein Nikotin-Hit, ich würde sagen, auf der Skala von 0 bis 5 ist es ein 3er, vielleicht ein 3er halber, aber ach, nicht einmal ein 3er, würde ich sagen. Wir sprechen da von einen Preis für 2 Unzen, also 56 Gramm, für 21,90. Jetzt stelle ich mir die Frage, die ich mir eigentlich jedes Mal stelle, würde ich mir den Tabak wieder kaufen? Ja, würde ich mir kaufen. Ist ein schönes Geschmackserlebnis. Der Orient ist bärig, wirklich. Latakia, leicht rauchig, pfeffrige
leicht fruchtige bzw. pfeffrige Perique. Leicht fruchtig, holzig, erdig schmeckt er. Und diese Noten kommen immer wieder durch. Ja, jetzt ist die Pfeife zu Ende. Jetzt würde ich sagen, mache auch Schluss. Die Raumnote ist rauchig, tabakig. Würde man sich jetzt keine Freunde für bei Nichtrauchern machen, aber es ist auszuhalten. Für die Leute, die sich gefragt haben, was ich da für eine Patrone als Pfeifenstopfer hernehme, ja, es ist nichts Scharfes. Es sind einfach zwei verschiedene Kaliber ineinander gesteckt. Da könnte man vielleicht jetzt noch einen Hufnagel abschneiden und den da einbringen, einkleben. Dann hätten wir hier auch sogar einen leichten Räumer zum Auflockern des Tabaks. Und dann steckt man das hier wieder rein. Das ist eigentlich noch eine gute Idee. Ich glaube, das werde ich machen. Ist mir jetzt gerade eingefallen. Naja, gut. Dann verabschiede ich mich wieder. Macht es gut dabei. Habe die Ehre. Pfiat euch. Servus, ciao. Bis zum nächsten Mal.